Signora Decca? Lei sta dentro? Vada al telefono, chiama l'ambulanza. Sì, signora. Ah, Mr. Wilson, Sie haben sich wirklich beeilt. Grazie. Sie kennen diese Dame, nicht wahr? Ja, das ist Mrs. Decker. Ich kannte sie gut. Selbstmord? Das wird die Untersuchung ergeben. Aber wenn wir in Betracht ziehen, dass sämtliche Tür- und Fensterritzen verklebt, alle Gashähne geöffnet und die Türen alle von Ihnen verschlossen waren, so ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass es sich um einen Selbstmord handelt. Diese Mrs. Decker. Sie, Decker. Sie ist Engländerin, nicht wahr? Ja, aber sie war nicht als Touristin hier. Sie lebt hier schon seit ein paar Jahren. Ich weiß, wir haben Ihre Personalien eingesehen. Sagen Sie, hat ihr eigentlich diese Villa gehört? Nein, sie gehört ihrem Mann. Aber Mrs. Decker hat eine Menge Geld hineingesteckt. Das Haus war ziemlich verwahrlost, als Decker sie heiratete. Sehr feudale Einrichtung. Ja, sie war sehr vermögend. Hatte Mr. Decker auch viel Geld? Nein, das heißt nicht, dass ich wüsste. Das Dienstmädchen sagt, er sei verreist. Wissen Sie, wohin? Nein, er verreist öfter mal für ein paar Tage allein. Wissen Sie, aus welchem Grund er das tut? Nein, wahrscheinlich nur zu seinem Vergnügen. War die Ehe glücklich? So viel ich weiß, ja. Tja, wir müssen ihn unbedingt benachrichtigen. Wo ist er? Er hat sie umgebracht. Mami! Povera bambina! Non guarda, cara. Tutto andrà bene, tutto andrà bene. Portate la bambina giù, questo non è posto per lei. Sì, la povera piccina. Wusste gar nicht, dass Mrs. Decker eine Tochter hat? Ja, sie lebte meist in England. Wo ist Paul? Sie müssen ihn finden, ich weiß, dass er es getan hat, glauben Sie mir. Candy, ich bin Mr. Wilson vom britischen Konsulat. Ich habe deine Mutter gekannt. Sei unbesorgt, wir werden deinen Vater bald gefunden haben. Er ist nicht mein Vater ist tot. Ich weiß, dass Paul sie umgebracht hat und Sie haben ihn entwischen lassen. Wie kannst du so etwas behaupten, Candy? Deine Mutter hatte vielleicht großen Kummer und... Sie hätte das niemals fertig gekriegt und schon gar nicht heute, wo sie mich zurückerwartet. Es war Paul, er hat es getan und jetzt ist er fort. Aber das ist völlig ausgeschlossen, kleines Fräulein. Der Gärtner hat die Tür aufbrechen müssen und seitdem war ständig jemand in diesem Raum. Angenommen, dass er in diesem Zimmer gewesen ist, so müsste er jetzt immer noch hier sein. Aber Sie sehen ja, dass es nicht der Fall ist. Aber er muss hier gewesen sein. Mami hätte das niemals getan, niemals. Candy, ich weiß, wie schrecklich das alles für dich ist. Geh mit Maria nach unten und warte auf mich. Wir werden dann alles besprechen. Candy. Candy. Candy, warum bist du hier raufgegangen? Signorina. Oh, mein Name ist Jean Edwards. Ich bin mit Candy aus England gekommen. Mein Gott, das ist alles so furchtbar. Hat es getan, Jean. Er hat sie umgebracht. Beruhige dich, wir werden nachher darüber sprechen. Komm jetzt mit nach unten, komm. Komm, Toto.
Toto, komm! Jetzt halten Sie mich sicher für verrückt. Als ich sagte, dass er meinen Vati umgebracht hat, hat das auch jeder von mir gedacht. Armes Ding. Sie hat keine sehr hohe Meinung von ihrem Stiefvater. Candy? Kann ich irgendetwas für dich tun? Nein, danke, Jean. Ich werde mich jetzt darum kümmern, dass wir im Hotel unterkommen. Macht es dir was aus, wenn du einen Augenblick allein bleibst? Dann gehe ich jetzt schnell mal telefonieren. Ich bin gleich wieder da. Questo è tutto. Sì, signor. Più tardi avremo bisogno di lei. Sì, signor. Miss Edwards. Ach, Miss Edwards, bitte. Ein paar Fragen, wenn Sie gestatten. Sie sind doch eine gute Bekannte der Familie Decker. Ja, wir sind seit Jahren befreundet. Und Mr. Decker soll verreist sein, um ein Buch zu schreiben. Wissen Sie etwas davon? Ich weiß nur, dass er öfter allein verreist. Haben Sie eine Vermutung, wo er jetzt sein könnte? Nein, leider nicht. Wissen Sie, ob Mrs. Decker irgendwie unglücklich war oder an Depressionen litt? Davon habe ich nie etwas bemerkt. Alles, was ich weiß, ist, dass sie es nicht gern sah, dass Mr. Decker so oft verreiste. Er war die große Liebe ihres Lebens. Und das kleine Fräulein war natürlich eifersüchtig. Sie war in einer etwas schwierigen Lage. Ja, sie scheint ihren Stiefvater zu hassen. Sie glaubt, dass er an dem Tod ihres Vaters schuld ist. Und wie kommt sie auf diese Idee? Sie war dabei, als der Unfall geschah, nicht wahr? Ja, sie war damals 8 Jahre alt. Sie waren alle zusammen in den Ferien. Die beiden Männer hatten ein Boot gemietet, um zu fischen. Candy fuhr auch mit. Das Boot kenterte und ihr Vater ist dabei ertrunken. Sie hat alles mit angesehen. Und als Folge dieses furchtbaren Schocks leidet sie seitdem an der fixen Idee, dass ihr Vater von Mr. Decker umgebracht wurde. Armes Kind. Und nun glaubt sie, dass er es mit ihrer Mutter auch so gemacht hat. Besteht denn irgendein Zweifel, dass es kein Selbstmord war? Aber nicht der geringste. Alle Türen von innen verschlossen, alle Gashähne aufgedreht. Ein ganz klarer Fall. Finito? Finito. Possiamo andare? Sì. Tja, unsere Aufgabe ist damit erledigt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Mr. Wilson. Keine Ursache, Inspektor. Ich werde einen Polizisten hier lassen für den Fall, dass Mr. Decker zurückkommt. Geben Sie mir Bescheid, wenn er sich mit Ihnen in Verbindung setzt. Ja, natürlich. Und Sie bitte auch, Signorina. Selbstverständlich. Sie können auf keinen Fall hier bleiben. Darf ich Sie ins Hotel bringen? Danke, das ist sehr liebenswürdig. Ich will nur Candy noch Bescheid sagen. Komm, Kind, wir fahren jetzt ins Hotel. Paul hat es getan, ich weiß es ganz genau. Wir können das alles besprechen, wenn wir im Hotel sind. Komm doch. Zu Frauchen Toto.
la povera signora. Arrivederci. Saluti la sua signora. Ciao. Arrivederci. Es tut mir aufrichtig leid, dass Ihr Urlaub unter einem so ungünstigen Stern beginnt. Das ist nun mal nicht zu ändern. Aber Sie dürfen unbesorgt sein. Ich kümmere mich um Candy. Solange sie in England zur Schule geht, hat sie immer bei mir gewohnt. Und das behalten wir bei. Ja, ich verstehe. Falls Sie mich noch brauchen sollten, rufen Sie mich an. Danke, sehr freundlich. Ich werde heute Abend noch mal vorbeikommen. Vielen Dank. Miss Edwards, Sie werden am Telefon verlangt. Sie können von der Zelle aus sprechen. Ja, danke sehr. Hallo, hier spricht Jean Edwards. Und woher haben Sie den Brief? Der Briefträger brachte ihn kurz nachdem wir fort waren. Er ist an die Signora direkt adressiert. Sie, wir haben uns erlaubt, ihn zu öffnen. Ich werde ihn vorlesen. Liebe Caroline, beginnt er. Du fällst mir sehr, aber fast möchte ich sagen, es hat sich gelohnt. Ich komme mit dem Buch wunderbar voran. Ich hoffe, heute Nacht fertig zu werden. Aber ob ich es nun schaffe oder nicht, ich kann diese lange Trennung einfach nicht mehr ertragen. Deshalb werde ich gleich morgen früh wieder zurückfahren. Immer wieder stelle ich fest, wie leer mein Leben ohne dich ist. Ich vergehe vor Sehnsucht, Liebling, tausend Küsse, Paul. Aufgegeben wurde er in einem kleinen Ort hinter der französischen Grenze. Wäre er doch nur früher gekommen. Ob das was geändert hätte? Ich muss unbedingt in der Villa sein, bevor er eintrifft. Es wäre zu schrecklich, wenn er es von einem Fremden erführe. Das wäre sehr freundlich. Und bitte sagen Sie ihm, dass ich ihn so bald wie möglich sprechen muss. Gut, ich sag ihm Bescheid. Auf Wiedersehen. Candy, macht es dir etwas aus, wenn ich einen Augenblick fortgehe? Aber wir wollten doch über alles sprechen, Jean. Sobald wir im Hotel sind, hast du gesagt. Nicht jetzt, später. Ich muss noch schnell etwas erledigen. Du bleibst hier und ruhst dich aus. Wenn Mami das wirklich vorgehabt hätte, dann hätte sie mir doch einen Brief hinterlassen, nicht wahr? Es war aber kein Brief da. Das ist doch der beste Beweis. Es war Paul. Du musst mir glauben, bitte, Jean. Paul war in Frankreich, als es passierte. Woher weißt du das? Haben sie ihn gefunden? Das kann ich dir jetzt nicht erklären. Ich muss fort. Versuch ein bisschen zu schlafen. Ich bin ja gleich wieder da. Ich verspreche es dir. Sie glauben mir nicht, Toto. Genauso wie Sie mir nicht geglaubt haben, dass er Fati unter Wasser gedrückt hat, als er aus dem Boot gefallen war. Und die Luftblasen kamen immer wieder an die Oberfläche, bis sie plötzlich aufhörten. Aber wir werden es herausbekommen, Toto. Wir müssen es herausbekommen.
Mr. Decker. Es tut mir schrecklich leid. Ich hatte gehofft, vor Ihnen hier zu sein, damit Sie es nicht durch einen Fremden erfahren. Es ist ein furchtbarer Schlag für Sie. Ich begreife das nicht. Es kann doch einfach nicht wahr sein. Wenn sie irgendwas bedrückt hat, warum hat sie kein Wort zu mir gesagt? Warum nicht? Sie dürfen sich jetzt nicht mit diesen Fragen quälen. Es ist immer schwer zu verstehen, warum ein Mensch solch einen Schritt tut. Wir sollten jetzt versuchen, an die Zukunft zu denken. Und was aus Candy werden soll. Ja, natürlich. Arme Candy. Wo ist sie eigentlich? Ich bin gleich mit ihr ins Hotel gezogen. Ich konnte sie doch nicht gut hier wohnen lassen. Nein, natürlich nicht. Ich habe auch für Sie ein Zimmer besorgt. Ich dachte, es wäre vielleicht... Das ist sehr lieb von Ihnen, Jean. Was würden wir nur ohne Sie anfangen? Sie haben wirklich an alles gedacht. Ich muss jetzt zu Candy. Ich vergesse, der Polizeiinspektor hätte Sie gern gesprochen. Ach, jetzt wird diese endlose Fragerei losgehen. Naja, es muss ja wohl sein. Nun, Candy, wie geht's dir? Danke, Jean, ganz gut. Du siehst so verstört aus. Ist was passiert? Nein. Warum ziehst du dich nicht aus und gehst ins Bett? Ich kann dir das Essen raufbringen lassen. Komm, mach Platz, Dodo. Das würde dir bestimmt gut tun. Ich könnte auch hier essen, wenn es dir recht ist. Haben Sie ihn gefunden? Mr. Decker? Ja. Sie haben geläutet, Signora? Nein. Entschuldigung, Signora. Wo ist er? Candy, es ist durchaus verständlich, dass du etwas durcheinander bist. Aber du darfst dir doch nicht etwas einbilden, was aus der Luft gegriffen ist. Ich kann mir doch nichts einbilden, was ich gesehen habe. Zum Beispiel, wie er Fatih ertränkt hat. Vielleicht hast du damals etwas gesehen, was den Anschein erwecken konnte, aber heute doch nicht. Ja, allerdings. Was ich nicht gesehen habe, ist der Abschiedsbrief von Mami. Candy, dein Verhalten deinem Stiefvater gegenüber ist einfach unmöglich. Du musst dich von dieser fixen Idee befreien. Du hältst mich also für verrückt. Aber nein, Candy. Wie kannst du so etwas denken? Aber du glaubst mir nicht. Glaub mir, in ein oder zwei Tagen wirst du alles ganz anders sehen. Nun komm, zieh dich aus und geh ins Bett. Ich gehe nicht eher ins Bett, ehe ich nicht weiß, was mit Paul ist. Ich hab dir doch gesagt, dass er in Frankreich war. Er ist gerade zurückgekommen. Das glaube ich einfach nicht. Er ist bestimmt nicht fort gewesen. Die Polizei wird's schon herausfinden. Die Polizei ist genau informiert. Ist er denn gesehen worden? Hast du ihn gesehen, Jean? Ja, allerdings. Dann ist er also hier im Hotel, nicht? Ja. Ich möchte zu ihm. Morgen früh, Candy. Hallo, Candy. Hat sie dir nicht genug Geld gegeben? Hast du sie deshalb umgebracht? Candy! Bitte, Jean. Ich weiß, dass er es getan hat. Candy, es ist furchtbar, was hier passiert ist. Aber wir müssen uns damit abfinden. Ich kann dir deine Mutter nicht wiedergeben. Lass mich versuchen, dich wieder glücklich zu machen. Lass mich versuchen, ihren Platz einzunehmen. Wo warst du heute Morgen? Ich war in Frankreich. Nun hör mir mal zu, Candy. Du bist jetzt das Einzige, was ich auf der Welt besitze. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Wollen wir es nicht versuchen? Es wäre doch eine Freude für uns beide. Es könnte alles wieder so wie damals sein. Das war, ehe du Fatih umgebracht hast. Mutti hat es nicht getan. Paul ist es gewesen. Ja, Paul ist es gewesen. Das Untersuchungsergebnis stand ja von Anfang an fest. Es konnte nur Selbstmord sein. Ja, sicher, aber ich kann es immer noch nicht fassen, Jean. Darf ich Sie ins Hotel bringen? Oh, ja, vielen Dank. Mein Wagen steht dort drüben. Wie sind nun Ihre Pläne, Mr. Decker? Ich werde das Grundstück verpachten und Jean bringt Candy nach Amerika, zu ihrer Tante. Ich komme vielleicht später nach. Wenn Sie mir Ihre Pässe geben, kann ich das für Sie erledigen. Sehr freundlich, danke vielmals. Wie geht es der Kleinen heute? Schon viel besser. Sie wollte eigentlich mitkommen, aber ich habe ihr gesagt, es würde sie zu sehr aufregen. Ein merkwürdiges Kind, nicht wahr?
Gehen Sie schon voraus, ich komme gleich nach. Ich sehe noch nach Candy. Gut. Signorina, die kleine Dame ist fortgegangen. Sie ist fortgegangen? Wie lange ist das her? Seit ungefähr 10 Uhr. Mr. Decker! Jetzt hören Sie mal zu, Miss... Miss Brown, Candy Brown. Sie, Candy. Sehen Sie mal, Candy, manchmal geht das Leben seltsame Wege und dabei tun die Menschen zuweilen Dinge, die man mit dem bloßen Verstande nicht erklären kann. Sie tun etwas, was niemand von Ihnen erwartet hätte, so wie Ihre Mutter, die Selbstmord begeht, ohne ersichtlichen Grund. Was sie zu diesem Schritt bewogen hat, werden wir niemals aufklären. Alles, was wir wissen, ist, wie es passiert ist. Ja, das denken Sie, aber Paul hat sie getötet. Candy, Sie sind ein bisschen verwirrt. Da ist es nicht immer einfach, die Dinge klar und deutlich zu sehen. Aber ich sehe doch die Dinge klar und deutlich. Das habe ich immer getan. Ich habe mit angesehen, wie Paul Fati umgebracht hat. Und schon damals wollte mir keiner glauben. Und weil ich immer wieder versuche, sie zu überzeugen, behauptet man, ich leide an Wahnvorstellungen. Ich leide aber nicht an Wahnvorstellungen. Ich weiß ganz genau, was ich sage. Wir können nur die Tatsachen werten. Das Zimmer, in dem Ihre Mutter gefunden wurde, war von innen verschlossen. Der Gärtner musste die Tür aufbrechen. Es gibt keine geheimen Ausgänge und deshalb kann die Tür nicht von außen verschlossen worden sein. Dann hat er sich eben innen drin versteckt. Aber er ist doch ein Mensch, Candy. Er muss atmen genau wie Sie und ich. Hätte er sich im Zimmer versteckt, wäre er doch auch umgekommen. Und wo hätte er sich denn verstecken sollen? Das weiß ich nicht, aber irgendwo muss er sich versteckt haben. Wenn Sie mir erklären können, wie sich ein Mensch in einem Zimmer unsichtbar machen kann und am Leben bleibt, obwohl er das Gas einatmet, werde ich ihn festnehmen. Aber bis dahin, Candy... Ich werde es herausfinden, Inspektor. Dann komme ich wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Candy! Candy! Guten Tag, Mr. Wilson. Wir haben dich schon überall gesucht. Komm, steig ein. Danke, wir haben uns schon große Sorgen gemacht. Ja, sie müsste jeden Augenblick im Hotel eintreffen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn sie Ihnen nochmal auf die Nerven fällt. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Wilson. Es geht hier nicht um mich. Dein Stiefvater und Miss Edwards suchen dich schon seit einer Stunde. Ich bin spazieren gegangen. Das nächste Mal wirst du aber im Hotel hinterlassen, wo du hingehst. Versprichst du mir das? Ja, Sir. Mr. Wilson, wie lange können Sie den Atem anhalten? Was? Wie lange Sie den Atem anhalten können? Keine Ahnung. Ich nehme an, ungefähr eine Minute. Und wie lange kann ein Mensch ohne Luft auskommen? Das weiß ich nicht genau. 3 bis 4 Minuten, denke ich. So kurze Zeit nur? Na, viel länger bestimmt nicht. Und warum fragst du das alles? Ach, nur so, es hat mich eben interessiert. Die Männer auf dem Rücken tragen. Die müssen doch unwahrscheinlich viel Luft enthalten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie für Tage reicht. Candy, wo hast du denn bloß gesteckt? Wir haben uns ernstlich um dich gesorgt. Ich war nur mit Toto spazieren. Du hättest doch wenigstens unten Bescheid sagen können. Wir haben dich gesucht wie eine Stecknadel. Hast du schon zu Mittag gegessen? Nein, ich habe keinen Hunger, danke. Du musst doch etwas essen. Soll ich dir jetzt was bestellen? Könnte ich vielleicht ein Eis haben? Erdbeereis? Gut, ich werde es bestellen. Was willst du denn mit dem Passagier? Was hältst du davon, wenn wir beide wieder wegfahren? Wohin denn? Nach Amerika. Wir werden deine Tante besuchen. Wäre das nicht schön, Candy? Und wann? Ich bin dafür, dass wir so bald wie möglich abreisen. In 2 oder 3 Tagen.
Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Du brauchst eine andere Umgebung. Paul meint auch, du würdest dich bei deiner Tante wohler fühlen. Also, Paul meint. Ah, ich verstehe. Was verstehst du? Er hat Angst vor mir, deshalb will er mich loswerden. Vor dir soll er Angst haben? Candy, jetzt hör mal zu. Dieser Unsinn über Paul muss endlich aufhören. Paul will doch nur dein Bestes. Wozu braucht man überhaupt einen Pass? Einen Pass braucht man, wenn man von einem Land in ein anderes fahren will. Das weiß ich, aber warum? Damit du dich im Ausland ausweisen kannst. Die Grenzbehörde stempelt den Pass ab und weiß dadurch, wann du eingetroffen bist. Wird der Pass jedes Mal abgestempelt? Ich meine, bei jeder Ein- und Ausreise? Natürlich, immer mit Datumsangabe. Auch in Frankreich? Ja, genauso wie überall. So, mein Kind, und jetzt werde ich gehen und dir dein Eis bestellen, ja? Danke, Jean. Wo ist denn Paul jetzt? Oh, Mr. Wilson ist gerade losgefahren, um ihn zu suchen. Aber diesmal gehst du nicht aus dem Zimmer, ohne mir etwas zu sagen. Darf ich wenigstens auf den Korridor? Solange du das Hotel nicht verlässt. Ist gut, Jean. Komm mit, Toto. Toto. Komm. Herumkramen, Toto. Das suchen wir auch gar nicht. Wir suchen seinen Pass, damit wir beweisen können, dass er überhaupt nicht in Frankreich war. Hallo, Candy. Interessierst du dich für meinen Pass? Ja. Warum? Jean sagte mir, dass wir nach Amerika reisen. Ja, das stimmt. Und dazu brauchst du ein Visum. Wie dies zum Beispiel. Hier vorne in meine Personalien. Und ab hier kannst du genau die Länder nachlesen, in denen ich gewesen bin. Darf ich mal sehen? Ja. Komm, setz dich neben mich aufs Bett. Das hier ist vom letzten Jahr, als wir in Österreich waren. In deinem Pass ist genau derselbe Vermerk. Das ist ein britisches Visum. Und das sind alles französische. Ah, und das ist der Stempel von letzter Woche, als ich nach Frankreich fuhr. Und hier unten, als ich vor 2 Tagen zurückkam. Das Datum ist deutlich eingetragen. Dadurch kann immer nachgeprüft werden, wo man an einem bestimmten Tag war. Oh, ich habe gerade Jean unten getroffen. Sie bestellt eine riesige Portion Erdbeereis. Sie wird sie dir gleich raufbringen. Du gehst jetzt wohl besser auf dein Zimmer. Komm mal her, Toto. Mach schön bitte, Toto. Es schmeckt uns fein, was? Na komm, Toto. Geh und such Candy. Jean? Ja? Ist das eine Todsünde? Selbstmord. Wie meinst du das? Ich meine,
Wenn Mami das wirklich getan hat, dann hätte sie ja eine Todsünde begangen. Aber das ist doch Unsinn. Aber Selbstmord ist doch Sünde, oder? Manchmal natürlich schon, wenn man eine Schuld auf sich geladen hat und sich der gerechten Strafe entziehen will. Aber das trifft nicht auf deine Mutter zu. Sie war ein guter Mensch. Aber warum hat sie es dann getan? Sie muss doch einen Grund gehabt haben. Sie hätte mir bestimmt einen Brief hinterlassen, um mir alles zu erklären. Es gibt Fälle, wo man ganz spontan handelt, zum Beispiel in einem Anfall von Schwermut. Wahrscheinlich hat deine Mutter die lange Trennung von Paul und dir einfach nicht mehr ertragen. Aber wir waren doch früher auch schon fort. Es ist oft sehr schwer zu erklären, was in einem Menschen vorgeht. Sie war so allein in dem großen alten Haus. Warum ist sie dann da geblieben? Sie hat dieses Haus gehasst. Nein, das glaube ich nicht. Es ist aber so. Sie hat mir immer gesagt, sie würde nur Paul zuliebe dort wohnen. Sie wollte die Einrichtung ändern, alles freundlicher gestalten. Aber er hat es nicht erlaubt. Sie hat doch eine Menge Sachen angeschafft. Aber er hat nicht geduldet, dass sie irgendwas ändert. Sie wollte immer elektrisches Licht legen lassen. Sie hasste Gaslicht, sie hatte immer Angst davor. Weißt du das genau? Sie hat es mir doch selber oft genug gesagt. Und nun soll sie sich ausgerechnet damit umgebracht haben. Aber Candy, du sollst dir nicht so viel Kopfzerbrechen machen. Nun ist dein Eis auf. Ich gehe nur schnell den Brief einstecken und dann können wir uns überlegen, was wir heute Nachmittag unternehmen werden. Armer Toto, dich habe ich beinahe vergessen. Hier, ich habe was für dich. Deine Lieblingsspeise. Momento! Warum hast du das getan? Candy, was ist passiert? Warum hast du auch noch meinen Toto umgebracht? Das glaubst du doch wohl nicht im Ernst, Candy. Rühr nicht an, hörst du? Du hast ihn getötet, das weiß ich genau. Und mich musst du auch noch umbringen, denn wenn du es nicht tust, dann bringe ich dich um. Und mich musst du auch noch umbringen, denn wenn du es nicht tust, dann bringe ich dich um. Genau das hat sie gesagt. Das ist ja furchtbar, arme Candy. Und wie sie mich dabei angesehen hat, das werde ich nie vergessen. Ihr Blick war so sonderbar. Ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Sie ist ja noch ein Kind. Und nun zwei solche Schicksalsschläge. Sie war gerade dabei, mit dem ersten fertig zu werden. Wenn doch nur ein Abschiedsbrief da gewesen wäre. Eigentlich merkwürdig, dass sie gar nichts hinterlassen hat. Tja. Mr. Decker. Candy sagte, ihre Mutter hätte sich schon immer vor dem Gaslicht gefürchtet. Finden Sie es nicht merkwürdig, dass jemand, der sich vor Gas fürchtet, ausgerechnet durch Gas Selbstmord begeht? Hat sie das gesagt? Caroline hat sich vor nichts gefürchtet. Sie sagte auch, sie hätten nicht erlaubt, dass elektrisches Licht in die Villa gelegt würde. Das ist richtig. Meine Frau hat ein Vermögen in das Haus gesteckt und einmal musste ja damit Schluss sein. Hätte ich es doch bloß nicht getan. Wollen wir noch ein bisschen am Ufer spazieren gehen? Ich weiß nicht, ob ich Candy allein lassen kann. Candy ist jetzt bestimmt schon schlafen gegangen. Ich will nur noch mal schnell nach ihr sehen. Wir treffen uns dann in der Halle. Gut.
Eine zauberhafte Nacht. Wundervoll. Ich möchte Ihnen danken für alles, was Sie für uns getan haben. Es ist doch selbstverständlich, dass ich Sie und Candy jetzt nicht im Stich lasse. Es tut gut, im Unglück einen Menschen zu haben, der sich um einen kümmert. Es bedeutet mir sehr viel, dass Sie hier sind, Jean. Sie glauben mir doch, nicht wahr? Ja, ich glaube Ihnen, Paul. Ich danke Ihnen von Herzen, Jean. Seitdem Sie sich des Kindes angenommen haben, ist alles viel leichter. Wenn etwas schief ging, war immer Jean da, die alles wieder ins Lot brachte und die Wogen glättete. Ich weiß gar nicht, wie wir vorher zurechtgekommen sind. Aber das sind Sie doch. Sie waren doch sehr glücklich mit Ihrer Frau. Ja, wir waren glücklich. Wir hatten sehr vieles gemeinsam. Aber ich möchte Ihnen ein Geständnis machen. Ich ertappte mich oft dabei, dass ich mich auf die Schulferien freute, wenn Sie mit Candy nach Hause kamen. Und ich fragte mich, ob Sie sich in der Zeit, in der Sie fort waren, verändert hätten. Ich war ja niemals lange fort. Man kann sich in sehr kurzer Zeit verändern. Sie hätten vielleicht einem Mann begegnen können. Der Gedanke, dass Sie vielleicht heiraten und nie mehr zu uns nach Hause kommen würden, war mir unerträglich. Und nun schicken Sie uns wieder weg. Aber ich tue das nur in Candys Interesse, das wissen Sie doch. Ich weiß, Paul, es war ja nur ein Scherz. Aber ich mache keinen Scherz. Mir ist es sehr ernst und ich möchte, dass Sie mir glauben. Ich glaube Ihnen doch, Paul. Morgen ist unser letzter Tag. Wie wär's mit einem Picknick? Für Kinder ist das immer eine große Sache und es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir noch mal alle zusammen sind. Ja, ein großartiger Vorschlag. Wir werden im Auto die Küste entlangfahren und irgendwo am Strand parken. Gute Idee. Falls Candy noch wach sein sollte, können Sie es ihr gleich sagen. Ich hoffe doch, dass sie schläft. Es ist gleich Mitternacht.
hab mir gedacht, dass ich dich hier finde. Du bist ein ungezogenes Kind. Ich mag keine ungezogenen Kinder. Sie ist hier oben, Jean. Jean! Oh, Jean! Candy, nicht doch, mein Kleines, ist ja schon gut. Jetzt brauchst du dich nicht mehr zu fürchten, wir sind doch bei dir. Jean, ich hatte solche wahnsinnige Angst. Es war alles so schrecklich, so unheimlich. Ich hatte solche Angst. Candy, willst du nicht wenigstens etwas Obst essen? Nein, danke, Jean, ich habe keinen Appetit. Sie hat heute kaum etwas gegessen. Nun, wenn sie keinen Hunger hat, man sollte Kinder nie zu etwas zwingen. Ich hasse ihn. Diese Dinger. Was denn für Dinger, Candy? Diese Tauchmasken, die man sich übers Gesicht zieht. Wie der Mann da hinten. Ach, das ist ein Schnorchel. Damit kann man lange unter Wasser schwimmen, weil man durch die Gummistutzen atmen kann. Mhm. Und wie lange kann man damit unter Wasser bleiben? Solange man Lust hat, wenn man will, den ganzen Tag. Und auch die ganze Nacht? Ja, wenn man sich keinen Schnupfen holt. Oh, das ist eine schicke Sache. Hast du deinen Schnorchel auch mitgebracht? Welchen Schnorchel? Na, dein Tauchgerät. Ich hab doch gar keins. Aber ich kauf dir gerne eins, wenn du willst. Aber du hast doch eins. Ich hab's ja selber gesehen. Nein, Candy. Das musst du verwechseln. Gestern hab ich's doch noch in deinem Zimmer gesehen, in deinem Kleiderschrank. Ach, ja, natürlich. Du hast recht. Ich erinnere mich. Das hat wahrscheinlich ein Gast vergessen, der vor mir dort gewohnt hat. Du kannst es haben, wenn wir nachher ins Hotel zurückkommen. Erinnere mich daran. Seht mal, jetzt geht er ins Wasser. Eigentlich eine tolle Erfindung. Da könnte man sich doch mit so einem Ding heimlich davonschleichen, einfach unter Wasser gehen, ohne dass die anderen was merken. Unter Wasser und trotzdem Luft kriegen. Dann könnte man also von Küste zu Küste und von Land zu Land schwimmen und unter Wasser wandern, von einem Ort zum anderen. Du kannst sogar unter Wasser verreisen und keiner kann es dir jemals beweisen. Da taucht man plötzlich irgendwo auf und keiner weiß, woher man gekommen ist. Es wäre nett, Paul, wenn du mir den Schnorchel geben würdest, wenn wir wieder im Hotel sind. Den in deinem Schrank aber und keinen anderen, hörst du, Paul? Natürlich. Es war ein guter Einfall von euch, dass wir heute noch mal zum Baden hierher gefahren sind. Darf ich mal ein bisschen rausschwimmen, Jean? Meinetwegen, aber nicht zu weit. Okay. Sie ist ganz verändert. Ja, sie ist wirklich ganz verändert. Sie ist plötzlich so gelöst, beinahe fröhlich. Ja. Und ich weiß auch, wodurch das gekommen ist. Durch eine Kleinigkeit. Weil Sie ihr den Schnorchel versprochen haben. Meinen Sie? Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Die Aussicht auf ein so interessantes Spielzeug hat Sie vollkommen verwandelt. Sie ist noch ein richtiges Kind. Ja. Ist sie nicht zu weit draußen? Was? Sie ist doch eine gute Schwimmerin. Es gibt aber da draußen eine gefährliche Strömung. Es ist zwar leicht hinaus, aber schwer zurückzuschwimmen. Candy! Candy! Candy, komm zurück! Sie dreht nicht um. Anscheinend hört sie es nicht. Sie wird es schon schaffen. Machen Sie sich keine Sorgen. Meinen Sie nicht, dass einer von uns ihr nachschwimmen sollte? Das wird nicht notwendig sein. Ich werde ihr doch lieber nachschwimmen. Lassen Sie, das mache ich. Danke, das ist nett. Ich möchte doch noch mal ins Wasser.
Candy, bin gleich bei dir. Nein, nein. Zwischen die Knie. Sie hat eine Menge Wasser geschluckt, aber es ist noch mal gut gegangen. Gott sei Dank. Nicht verkrampfen, Candy, und tief durchatmen. Nicht doch, Candy, ist ja gleich wieder gut. Nicht mehr weinen. Du bist ja jetzt in Sicherheit, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Paul hat dich gerettet. Er wollte mich ertränken. Jawohl, das hat er versucht. Candy! Wirklich, er wollte mich umbringen. Er hat mich an den Beinen unter Wasser gezogen, Jean, so glaubt mir doch. Candy, hör doch jetzt endlich mit diesem Unsinn auf. Ich weiß zu viel, deshalb will er mich loswerden. Er wollte mich ertränken, so wie er fand. Das hätten Sie nicht tun sollen, Jean. Sie weiß doch nicht, was sie redet. Natürlich nicht, aber so etwas durfte sie nicht sagen. Candy, jetzt hör mal zu. Vielleicht denkst du auch mal daran, dass es noch einen anderen Menschen gibt, der von dem Unglück ebenso betroffen ist. Gewiss, du hast deine Mutter verloren, aber hast du auch schon einmal an Paul gedacht? Er hat seine Frau verloren. Sie ist ja noch ein Kind. Und das ist keine Entschuldigung. Schlag dir jetzt endlich diesen Unsinn aus dem Kopf, dass du hier wieder sicher an Land bist, hast du einzig und allein Paul zu verdanken. Bist du auch hinausgeschwommen, Jean? Ja, aber erst im letzten Augenblick. Paul hat dich herausgeholt. Deshalb ist es dir also nicht gelungen, weil Jean rechtzeitig dazwischen gekommen ist. Candy, wenn du jetzt noch eine solche Bemerkung machst, dann... Paul, es tut mir schrecklich leid. Nichts dafür, schließlich wäre sie beinahe ertrunken. Trotzdem kann man ihr Benehmen nicht mehr als normal bezeichnen. Da stimmt irgendwas nicht. In Amerika werde ich gleich mit ihr zu einem Arzt gehen. Das wird das Vernünftigste sein. Sie muss krank sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und ich dachte, nun würde alles wieder gut werden. Sie scheint völlig durcheinander zu sein. Danke. Gibst du mir den Schnorchel? Nachdem, wie du dich benommen hast, ist es wohl etwas unpassend, Paul auch noch um eine Gefälligkeit aber zu bitten. Ich hielt es für angebracht, dich bei Paul zu entschuldigen. Das kommt nicht in Frage. Und wenn du mir 10-mal nicht glauben willst, ich sage dir, dass er dir eine Komödie vorspielt, genau wie allen anderen. Ich werde es dir beweisen, denn ich weiß, wie er Mutti umgebracht hat. Hörst du, Paul? Und ich weiß auch, wie du es getan hast. Jetzt ist aber Schluss. Sei sofort still. Ich weiß Bescheid und ich werde es auch sagen. Entschuldigen Sie, Paul. Ach, geben Sie nichts drauf. Ich höre gar nicht mehr hin. Hier, bitte. Sehr wohl, Sir. Sie muss unbedingt zu einem Arzt. Ich fürchte auch, aber jetzt trinken wir erst was. Ich glaube, ich werde verreisen. Meine Anwesenheit scheint Candys Zustand sowieso nur unnötig zu verschlimmern. Aber wir reisen ohnehin morgen ab. Ja, aber ich will noch heute Abend fort, wenn sie im Bett ist. Ich bin der Meinung, es ist besser, wenn sie mich nicht mehr sieht. Und wo wollen Sie hin? Ach, ich kenne da ein kleines Hotel hinter der französischen Grenze, wo ich hin und wieder wohne. Und dort werde ich bleiben. Ich finde es aber nicht richtig, dass Sie sich von ihr vertreiben lassen. Das ist die einzige Lösung. Ich bin schließlich auch nur ein Mensch. Erst meine Frau, dann die Untersuchung und jetzt die Szene in der Halle. Ich kann einfach nicht mehr. Es war zu viel. Verzeihung, ich möchte bitte den Inspektor sprechen. Guten Tag. Bitte, kann ich den Inspektor sprechen? Ich bedauere, Inspektor ist nicht da. Er kommt erst morgen früh wieder ins Büro. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, ne? Nein, ich brauche den Inspektor. Wissen Sie nicht, wo er sich jetzt aufhält? Es tut mir leid, aber nach Dienstschluss ist er praktisch nicht mehr zu erreichen.
Könnten Sie ihn bitte etwas bestellen? Sie? Wenn Sie ihn bitten würden, Miss Candy Brown anzurufen, im Hotel Europa. Und würden Sie ihm ausrichten, dass ich jetzt wüsste, wie man in einem mit Gas gefüllten Zimmer trotzdem noch atmen kann. Haben Sie verstanden? Sie, ich verstehe. Sind Sie ganz sicher? Sie, sehen Sie, ich schreibe es auf. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. In einem Zimmer voll Gas. Will sie atmen können? Bah. Grazie, Signor. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Alla vedera. Sie schläft wie ein Murmeltier. Gut. Jean, Sie laden sich da eine große Verantwortung auf. Machen Sie sich keine Sorgen, Paul. Ich bin mit Candy immer zurechtgekommen und so wird es auch diesmal sein. Und werden Sie gleich einen Arzt zu Rate ziehen? Sie halten mich doch auf dem Laufenden, nicht wahr? Aber natürlich. Ich werde Ihnen aus Frankreich schreiben. Vielleicht komme ich schon sehr bald nach Amerika. Und dann sind wir alle wieder zusammen. Ich werde Sie sehr vermissen, Jean. Sie werden mir auch sehr fehlen, Paul. Monsieur Decker, bonsoir. Wir wollten gerade schließen. Ich komme ein wenig spät, Madame. Kann ich trotzdem noch ein Zimmer haben? Für Sie haben wir immer Platz, Monsieur. Dasselbe wie letztes Mal? Das wäre reizend. Ich hole nur schnell meine Koffer. Ich möchte morgen mal ausschlafen. Bitte wecken Sie mich nicht vor 11. Certainement, Monsieur. Dormez bien. Merci, Madame.
Hallo? Ist dort Miss Candy Brown? Ja. Ich spreche im Auftrag des Polizeiinspektors. Sie möchten bitte so schnell wie möglich zur Villa von Madame Decker kommen. Hat er etwas festgestellt? Sie, Signorina, aber Sie sollen es niemand sagen, auch nicht Miss Edwards. Gut, sagen Sie ihm, dass ich komme. Danke, Miss Brown. Bitte beeilen Sie sich. Hallo, Candy. Ich dachte schon, es wäre der Inspektor. Ist er denn nicht hier? Er wird bald kommen. Ich habe ihn rufen lassen, als ich den Brief fand. Du hast einen Brief gefunden? Ja, Candy. Ein Brief von Mutti. Jetzt kann ich dir endlich beweisen, dass du mir Unrecht getan hast. Er klärt alles auf. Wo ist er? Zeig ihn mir bitte. Oben im Wohnzimmer. Er ist an uns beide gerichtet. Komm mit. Dann können wir ihn zusammenlesen. Komm doch, Candy. Wir wollen ihn in Ruhe lesen, bevor die Herren von der Polizei kommen. Hat dich jemand aus dem Hotel fortgehen sehen? Nein. War Jean noch auf? Nein, ich glaube nicht. Dann kannst du ihr beim Frühstück darüber berichten. Geh doch rein. So, bitte, Candy. Setz dich. Wo ist der Brief? Hier ist er. Setz dich erst mal, Candy. Ich werde ihn dir vorlesen. Ich habe ihn hinter den Kissen gefunden. Er muss da irgendwie reingerutscht sein. Meine zwei Liebsten, fängt es an. Paul und Candy. Ich bitte euch um Verzeihung für das Schreckliche, das ich tun muss. Ich war heute Morgen beim Arzt. Und er sagte mir, dass ich in wenigen Monaten sterben würde. Unter furchtbaren Qualen und Schmerzen. Diesem Schicksal will ich entgehen. Nicht um meinetwillen, sondern um euch den Anblick dieses qualvollen Sichtums zu ersparen. Ich halte es daher für richtig, schnell ein Ende zu machen.
obwohl ich mir bewusst bin, euch damit großes Leid anzutun. Aber ein kurzer, heftiger Schmerz ist besser als lange, sorgenvolle Wochen. Ich weiß, dass ihr euch gegenseitig helfen werdet. Und das ist mir eine große Beruhigung. Ich wünsche euch Glück. Lebt wohl. Und für meine Candy einen letzten Kuss von Mami. Oh, Mami, Mami. Hier, Liebling, trink etwas Milch, dann wirst du dich besser fühlen. Danke, Paul. Lies sie noch mal vor, ja? Trink erst deine Milch aus, dann lese ich es noch mal vor. Jetzt mag ich nicht mehr, danke, Paul. Thank you.
Lassen Sie, ich nehme Sie schon. Wie geht es ihr? Sie atmet noch. Ein Glück, dass wir noch rechtzeitig gekommen sind. Wenn ich geahnt hätte, dass sie solche Dummheiten machen würde, hätte ich sie im Zimmer eingeschlossen. Sie ist wirklich zu bedauern. Wir wollen ihr keine Vorwürfe machen, wenn sie zu sich kommt. Sie ist krank. Sobald wir in Amerika sind, gehe ich mit ihr zum Arzt. Eine Nervenklinik wäre auch nicht das Richtige für sie. So, jetzt wird drüben wieder frische Luft sein. Legen wir sie aufs Sofa. Nein, Schätzchen, ich bin bei dir, Jean. Wir sind gerade noch zurechtgekommen. Er wollte mich wieder umbringen. Ja, Candy. Er hat mich hierher gelockt und behauptet, dass er einen Brief von Mami gefunden hätte, aber das war nur eine List, verstehst du? Ja, ich verstehe, Candy. Paul hat versucht, mich umzubringen, Mr. Wilson, auf die gleiche Art wie Mami. Er war damals auch gar nicht in Frankreich und er ist deshalb nicht erstickt, weil er den Schnorchel aufhatte. Den Schnorchel? Du glaubst mir doch nicht, wahr, Jean? Ja, selbstverständlich glaube ich dir. Wir müssen nur noch feststellen, wo er sich versteckt hält, um ihn der Polizei zu übergeben. Wo er sich versteckt hält? Ja, er hat sich hier versteckt. Irgendwo hier. Er ist ganz bestimmt in diesem Zimmer. Ihr glaubt mir nicht, nicht wahr? Ihr glaubt, ich habe mir das alles ausgedacht. Du wirst doch zugeben, dass diese Geschichte ein bisschen fantastisch klingt. Aber er hat mich doch selber in dieses Zimmer geführt. Meinst du nicht, es wäre besser, wenn du die Wahrheit sagen würdest? Du hast darauf spekuliert, dass ich heute früh nach dir sehen und dich dann hier oben auffinden würde. Aber das ist ja nicht wahr. Wir haben dich schon einmal hier gefunden, meine liebe Candy. Du kamst hier herauf, hast gewartet, bis du uns kommen sahst und hast dann das Gas aufgedreht. Eins hast du dir anscheinend nicht klar gemacht. Wir hätten auch zu spät kommen können. Ich wünschte fast, dass es so wäre. Dann hätte ich wenigstens Ruhe vor ihm und braucht euch nicht immer wieder zu sagen, dass er hier ist, hier in diesem Zimmer. Hör mal, Candy, wenn wir dir nun beweisen, dass er hier nicht versteckt ist, siehst du dann ein, dass deine Behauptung falsch ist? Aber das können Sie nicht beweisen. Er ist hier, er hat sich hier und versteckt. Und wenn wir es nun doch könnten, wenn wir überall genau nachsehen, jeden Winkel, jede Ecke durchsuchen. Wenn Sie mir beweisen können, dass er nicht in diesem Raum versteckt ist, dann spreche ich nie wieder davon. Candy, meinst du das jetzt im Ernst? Ja. Wenn er nicht hier versteckt ist. Als Versteck kommt jedenfalls nur dieses Zimmer in Frage. Die Tür war von innen verklebt, als wir sie aufbrachen. Und die Wände sehen nicht nach Geheimtüren aus. Im Bad ist er auch nicht. Die Verbindungstür ist genauso verklebt wie die da. Also ist er auch nicht im Schlafzimmer. Ich sehe keine Möglichkeit, sich hier zu verstecken. Aber er ist hier, ganz sicher. Candy, denk an dein Versprechen. Wo könnte ich denn sonst noch suchen? Gibt es eine Stelle, die ich übersehen habe? Vielleicht hinter dem Wandschrank. Aber das ist doch lächerlich. Der wiegt doch ein paar Zentner. Aber er muss dort sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du willst also unbedingt, dass ich dort nachsehe? Ja. Wenn ich den Schrank jetzt wegrücke und nichts finde, bist du dann zufrieden? Versprichst du uns dann nie wieder solchen Schrecken einzujagen? Ja, ich verspreche es. Mhm. Ich fass mit an. Nicht das Geringste zu entdecken. Komm und überzeuge dich selbst. Nein, es ist nichts zu sehen. Wirst du nun dein Versprechen halten? Ja. Siehst du jetzt endlich ein, dass du dir das alles nur eingebildet hast? Ja. Wirst du dich auch daran halten und die Sache nie mehr erwähnen? Ja, Jean, ich habe es versprochen. Na, siehst du. Nun wirst du wieder vernünftig.
Dieses Versprechen kann für dich sehr wichtig sein, Candy. Nicht wahr, Miss Edwards? Wir brauchen dann keinen Arzt. Vorausgesetzt, dass du es auch hältst. Ich halte es bestimmt. Wir werden dich beim Wort nehmen. Gehen wir runter zum Wagen. Es tut mir leid, Mami. Ich habe mein Bestes versucht. Candy! Nicht doch. Lassen Sie sie ruhig noch mal nachsehen. Das kann nur gut für Sie sein. Candy! Bist du es, Candy? Hilf mir aus, hörst du? Lass mich raus, Candy! Candy! Hörst du mich? Candy! Wenn du mir nicht helfen kannst, dann ruf die anderen. Ist mir lieber, sie finden mich hier als... Candy, hörst du mich denn nicht? Hol die anderen! Candy! Hol sie zu Hilfe, Candy! Das ist alles bloß Einbildung. In Wirklichkeit höre ich seine Stimme überhaupt nicht. Alles das bilde ich mir nur ein, denn Sie haben es mir bewiesen. Und ich habe versprochen, nie mehr davon anzufangen. Nein, Candy! Hol die anderen! Lass mich raus, Candy! Candy! Alles Einbildung, weiter nichts. Ich muss mein Versprechen halten. Einen kurzen Augenblick aussteigen. Signorina! Signorina! Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich es rauskriegen würde. Gehen Sie in die Villa und sehen Sie im Wohnzimmer unter dem Fußboden nach. Ich hatte doch recht, Herr Inspektor.